Leute, was geht? Mein Name ist HeroGamescom auf der PlayStation 4 und willkommen zu Ich kläre auf. Ja, YouTube Gamescom ist mein Gamertag auf der PS4, für die Leute, die es nicht wissen. Und heute möchte ich einfach mal über etwas reden, was natürlich ihr alle schon miterlebt habt. Diese technische Sache da, diese ganze technische Sache, die wir jetzt gerade erleben. Ne? YouTube gab es ja erst seit 2005, aber trotzdem kommt es vor, als YouTube schon 40 Jahre auf dem Markt ist, aber das alles, dieses ganze Internet, dieses Internet ist alles ganz, 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 ganz neu und vor 60 Jahren gab es ja noch kein Internet. Ne? Das ist ganz, ganz frisch, die ganzen Erfinder vom Internet, die leben ja alle noch. Das erste Bild im Internet, eine Frauenband, das erste Video auf YouTube von einem der YouTube-Mitbegründer in einem Zoo. Das sind alles so legendäre Sachen. Aber das Internet ist unglaublich jung, aber hat einen unglaublichen technischen Fortschritt schon erzielt. Das Internet ist lebenswichtig. Die ganzen Bankgeschäfte, Überweisungen, das alles. Alles hängt heute am Internet. Millionen von Jobs. Nicht nur Millionen, hunderte Millionen Jobs hängen nur an diesem unsichtbaren Internet. Dieses unsichtbare Internet. Und das Internet ist was Krasses, weil Internet ist ja eine Sache, aber dieser Computer, den es da noch gibt, ist ja wieder eine ganz andere Sache. Der Computer und Internet ist eigentlich ganz wichtig. Ne? Ein Computer ohne Internet, das kannst du vergessen. Das hat keine Zukunft. Aber es ist eine ganz, ganz tolle Sache, was sich da entwickelt hat. Ne? Ich habe es ja auch erlebt, früher diese riesigen Klotzen da, diese riesigen Blöcke da, das war ja damals der Computer, ne? 1500 Mark, 1800 Mark, 2800 Mark und heute kann selbst ein 150-Euro-Laptop aus dem Elektronikhandel, gibt es ja schon für 150 Euro, mehr als damals der beste Computer. Ne? Und heute? Heute gibt es natürlich Supercomputer. Ne? Mit Superprozessoren, die auch natürlich viel kosten. 2000 Euro. Aber die werden in 10 Jahren Standard sein. Ne? Was wir heute, wenn wir heute so einen Alienware kaufen, so einen super guten, geilen Laptop mit richtig gut Prozessor drin, in 10 Jahren kriege ich den auch für 200-300 Euro. Ne? Die Technik wird immer besser, ne? Das Display wird immer besser, man wird immer mehr können. Irgendwann wird es sogar noch einen Beamer geben, der dann im Computer eingebaut ist. Die Prozessoren werden immer besser. 3D-Displays, 4K-Monitor. Es wird alles kommen, es gibt es ja teilweise schon, Ne? Und das wird immer besser und es wird wahrscheinlich noch besser werden. Ne? Das können wir uns noch gar nicht vorstellen, dass irgendwann mal ein Hologramm vielleicht aus dem Laptop rauskommt. Das wird fett. Das wird richtig fett. Und das werdet ihr alle noch erleben, wenn ihr natürlich vorher keinen Autounfall habt oder euch Tabletten einwerft und keinen Bock mehr habt zum Leben. Aber wenn ihr noch 30, 40 Jahre lebt, dann werdet ihr diese technische Sache noch miterleben. Diese Revolution. Weil das, was wir jetzt hier sehen, das denken wir, oh geil. Ey, das kann man doch nicht toppen hier. Das kann man doch nicht toppen. Aber man kann es toppen. Man kann es toppen. In 30 Jahren wird es auch eine andere Videoplattform geben. Ich bin mir der festen Überzeugung, dass YouTube keine Chance hat. Es wird wahrscheinlich was Besseres geben. YouTube wird abkacken. Naja, werde ich mal gucken. Und ja, Headset. Ne? Wird ja auch immer besser. Die Tonqualität von den Headsets hier. Irgendwann mal ein bisschen hier auch Monitore eingebaut, ne? Keine Ahnung. Lichter gibt's ja schon hier, dass hier alles leuchtet und so und hier ein bisschen leuchtet. Ja, das ist für mich alles ein bisschen Spielerei, kann man haben, wenn man will. Und Kameras werden auch immer besser. Das hier ist eine ganz billige Kamera, 720p. Sieht jetzt nicht so gut aus, weil ich jetzt hier in so einem unbelichteten Raum bin hier, aber es wird alles besser und ich freue mich schon mega drauf. Oder diese technische Spielerei, wartet mal, kann ich das hier machen?
Wo haben wir es denn hier? Seht ihr das? ZZ. Ich weiß nicht, ob es dann im YouTube-Video auch ist. Aber auf jeden Fall, machen wir mal ein paar Wassertropfen. Könnt ihr das sehen? Müsste hier erscheinen. Ich weiß gar nicht, ob es im YouTube-Video erscheint. Müssen wir nochmal nachschauen. Auf jeden Fall haut rein. Wir können auf jeden Fall. Mann, jetzt wackelt die Kamera. Ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Es wird noch viel kommen, technologisch. Wir müssen nur Geduld haben. Ne, die Prozessorleistung wird ja alle 2 Jahre besser. Verdoppelt sich sozusagen, sagen ja die Experten. Und das ist ja wirklich so. Die Leistung wird immer besser. Nur bei einem iPhone kann ich das nicht verstehen. Ne? Ich hatte mal vor kurzem ein iPhone 4 in der Hand und das ganz neueste iPhone. Ich glaube, es war das iPhone. War es das iPhone 6? Ich glaube, das war iPhone 6, ja. Und ich habe da nichts gemerkt, großartig. Ich habe da wirklich nichts großartig gemerkt und ich verstehe auch nicht, warum die Leute sich immer das neueste iPhone kaufen, weil das ist doch technisch schon ausgereift. Was will denn danach kommen? Das hat doch schon ein mega super Display. Ob da jetzt 500 Bildpunkte mehr sind, interessiert mich doch nicht. Naja, auf jeden Fall, haut rein, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal, euer Jürgen, kommt auf der PlayStation 4 und ciao.